Bist du bereit? Also ich bin nicht bereit, aber ich bin da. Gut, Johannes, dann spielen wir 2 Lügen, 1 Wahrheit. Und der erste deiner Mitspieler ist Nico Büdel. Ich esse sehr gerne Tomatensalat. Ich habe noch nie gekifft. Ich hatte noch keinen Autounfall. Ich bin der Meinung, dass er Zwiebeln und Tomaten immer aussortiert. Deswegen würde ich jetzt das erste ausschließen. Wäre natürlich ungünstig, wenn es das wäre. Noch nie ein Autounfall und ich habe noch nie gekifft. Ja, dann tendiere ich wahrscheinlich eher, ich habe noch nie einen Autounfall, weil ich bei ihm mitfahre und er eigentlich ein sehr guter Autofahrer ist. Und da aus Offenbach kommt, gehe ich davon aus, dass er vielleicht in der Jugend, vielleicht mal in der freien Zeit etwas geatmet hat. Das ist falsch. Schade. Also die Wahrheit ist, dass er noch nie gekifft hat. Aber du hast ja noch 4 Chancen. Und der nächste Mitspieler ist Christoph Steinert. Oh ja. Aussage 1. Ich esse Nutella-Brötchen ohne Butter. Mein erstes Album war Oops, I Did It Again von Britney Spears. Nummer 3. Bei Handballspielen ziehe ich immer zuerst meinen rechten Schuh an. Gute Frage. Ich habe noch nie darauf geachtet, ob er sich beim Handballspielen zuerst den rechten Schuh anzieht. Er ist auf jeden Fall großer Seed- oder Peter Fox-Fan. Von daher würde ich tendieren, dass er vielleicht eher in der Richtung unterwegs war. Und Tellerbrötchen ohne Butter. Oh, das ist ja bei manchen eine Sünde, ne? Ja, ich gehe mit einem Nutella-Brötchen ohne Butter. Komm. Das ist leider auch falsch. Nein. Er war anscheinend großer Britney-Fan. Sein erstes Album war krass. Oops, I Did It Again. Sebastian Firnhaber. Erstens, ich habe im Metallbau gearbeitet. Zweitens, mein Lieblingsfach in der Schule war Sport. Und drittens, ich habe mein erstes Auto nach 3 Wochen kaputt gefahren. Super. Auch gute Auswahl. Er studiert ja Ingenieurwesen, macht gerade seinen Master. Dann hatten wir, mein Lieblingsfach war Sport. Sport. Gut, also das, bei uns Jungs ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das Lieblingsfach Sport ist. Wäre, glaube ich, vielleicht auch ein Ticken zu einfach. Metallbau gearbeitet. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass das die richtige Antwort ist, weil er wahrscheinlich nebenbei in Kiel vielleicht eine Ausbildung gemacht hat und im Metallbaubereich gearbeitet hat. Und das ist richtig. Sehr gut. Dann gehen wir weiter mit Tim Zechel. Ja. Wenn ich alleine zu Hause bin, dann verriegle ich alle Türen, weil ich oft schlafwandle, ist Nummer 1. Nummer 2. In Sport hatte ich nie etwas Schlechteres als eine 1 auf dem Zeugnis. Und Nummer 3. Mit meiner Siebträgermaschine bin ich ein Barista-Profi. Nie schlechter als eine 1 auf dem Zeugnis. Ich hoffe, dass er sich nicht hingestellt hat und das als richtige Antwort genommen hat, dass er nie schlechter als 1 im Sport hatte. Barista-Profi. Sollte ich wissen, aber da ich selber keinen Kaffee trinke, bin ich bei den Kaffeegängern nie dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob er dort mit anwesend ist. Und was haben wir noch? Er schlafwandelt zu Hause und verriegelt deshalb alle Türen. Das sollte ja bei Auswärtsspielen auch ein Problem sein dann, oder? Und da ich da noch nie was von gehört habe, nehme ich das vielleicht raus? Also er hat gesagt, wenn ich alleine zu Hause bin. Wenn er alleine, okay. Gibst du mir einen Tipp? Gut, dann würde ich aufgrund deiner Aussage vielleicht doch dazu tendieren, die Antwort zu nehmen, weil er das ja nur macht, wenn er alleine ist. Und bei Auswärtsspielen würde er ja mit seinem Kollegen im Zimmer schlafen. Sehr gut aufgepasst, das ist richtig. Dankeschön. Simon Jepson sagt, meine Lieblingspizza ist mit Thunfisch, Ei und Gewürzgurken, aber ich esse das nie im Bus, weil ich das peinlich finde und es widerlich riecht. Nummer 2, Hampus und ich gehen immer abends beim Auswärtsspiel genau 1,7 Kilometer spazieren, weil wir beide in Haus Nummer 17 geboren worden sind. Und das 3., wenn ich nicht Handballer wäre, würde ich gerne Sänger sein, weil das super cool ist. Geile Auswahl. Er geht mit Hampus 1,7 Kilometer spazieren, weil sie beide in der Hausnummer 17 aufgewachsen sind. Das wäre schon ziemlich crazy. Da die zwei eigentlich grundsätzlich die ganze Zeit beieinander sind, könnte es möglich sein, dass das so passt. Dann hätten wir was? Punkt 1 war
war die Lieblingspizza. Ja gut, das kann ich ja nicht nachvollziehen, weil wenn er so bei Auswärtsspielen nicht isst, dann ist es natürlich schwierig, seine Essgewohnheiten privat zu kennen. Würde ich aber wahrscheinlich auch. Was war das dritte? Er wäre gerne Sänger, wenn er nicht Handballer wäre. Ja, das hört sich eigentlich ganz interessant an, da das auch zu seinem grundsätzlichen Outfit, Style, Swag oder wie man das auch nennen möchte, passen würde, könnte ich mir vorstellen, dass er auch gerne Sänger geworden wäre. Das ist richtig. Yes. Also 3 von 5, wenn ich das richtig mitgezogen habe, würde ich sagen. Das ist perfekt. Ganz ordentlich. Ja, dann muss ich noch Nachholbedarf bei Nico Büdel und Christoph Steiner. Ganz genau.